Hallo liebe Katzenfreunde, ich bin Kirsten Schulitz, ich bin Katzenhomöopathin und Psychologin und Autorin von mehreren Katzenratgebern. Jetzt geht es um Hautgeschichten. Es gibt ja mehrere Probleme, wo die Haut reagieren kann. Ja, also zum Beispiel Abszess, Akne, Allergien, Alexen, das eosinophile Granulom, mein Lieblingswort, Haarausfall. Eine Impfreaktion, da kann auch die Haut reagieren. Juckreiz, Parasiten natürlich, ja, Flöhe und das juckt das Kätzchen. Pilz, Schuppen, Warzen. Das sind alles so Haut- und Fellgeschichten, die unser Kätzchen haben kann. Wie entstehen die jetzt? Da sind die Ursachen natürlich total unterschiedlich. Nicht selten ist das Thema Ernährung, mein Lieblingsthema, ein wichtiger Bestandteil. Ja, also gerade zum Beispiel, wenn die Katze Schuppen hat. Bei einer Allergie kann es eine tatsächliche Allergie sein oder ein geschwächtes Immunsystem. Dann haben wir den Abszess, wieder ganz andere Ursache. Da wurde die Katze vielleicht gebissen oder hat einen Piekser irgendwo reingekriegt. Impfreaktion ist klar, ist eine Reaktion auf die Impfung. Ich gehe jetzt aber nur auf den Bereich der Haut ein. Also ganz typisch ist, wenn an der Impfstelle so ein Knubbel entsteht. So ein kleiner Nutschel, der geht in der Regel von selber weg. Es können sich da aber auch größere Geschichten bilden, die nicht weggehen. Dann kann man überlegen, ob man was machen sollte. Diese ganzen Sachen lassen sich natürlich behandeln. Und zwar auch mit der Naturheilkunde. Natürlich mit der Homöopathie. Muss man dann sehen, dass man das richtige Mittel wählt. Aber auch mit anderen natürlichen Mitteln wie kolloidales Silber, Moringa. Moringa ist ein Zauberbaum mit einer ganz, ganz starken Mineral- und Vitalstoffdichte. Bierhefe, Kokosöl, Joghurt zur Darmsanierung. Man kann ganz viel machen. Vor allen Dingen dann, und zwar auch selber machen, darum drehe ich dieses Video, vor allem dann, wenn es wirklich rein symptomatisch ist. Ja, also Beispiel, die Katze hat Schuppen, Ursache ist die Ernährung, ich stelle die Ernährung um. Die Katze hat einen Abszess, welches homöopathische Mittel kann ich dann geben? Was kann ich machen, wenn der Abszess aufgegangen ist? Kolloidales Silber aufgeben. Dieser ganze Bereich Haut ist einfach ein Komplex, den ich in diesem Video zusammenfassen möchte, den ich auch in ein Buch zusammengefasst habe. Und das ist das, wo ich jetzt immer drauf gucke. Das war das Inhaltsverzeichnis. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wo ich das eben rausgeholt habe. Ja, die verschiedenen Beschwerdebilder, die naturheilkundliche Unterstützung, die Ursachen. Dazu gehören übrigens auch Organbeschwerden, kann auch was auslösen in Hautbereichen. Ja, dann muss man natürlich das Organ unterstützt werden. Da gehe ich in diesem Buch nicht drauf ein. Aber als Hinweis, dass das der Grund sein kann, giftige Stoffe können eine Hautreaktion auslösen, sowohl wenn das Kätzchen direkt irgendwo gegenkommt, als auch wenn es im Körper kommt. Und dazu gehören auch Medikamente und Co. Denn die Haut ist ein Entgiftungsorgan. Ja, über die Haut reagiert der Körper auch. Wenn im Körper etwas ist, was der Körper nicht verträgt, versucht auch die Haut, das rauszuschütten. Von bis, das ist dieses Büchlein hier, Haut- und Fellprobleme bei Katzen. Mit Homöopathie, weiteren natürlichen Heilmitteln und der richtigen Ernährung selbst behandeln. Das möchte ich euch nämlich ans Herz legen für genau diesen Themenbereich. Vielleicht ist das eine oder andere dabei, wo ihr sagt, Mensch, meine Katze hat Schuppen, dann hilft mir das vielleicht. Mensch, meine Katze hat das Granulom. Oh Mensch, meine Katze ist Freigänger, da kann immer mal wieder ein Abszess vorkommen. Ich lege es euch am Herz, dass ihr bei diesen direkt symptomatischen Geschichten erstmal selber rangehen können, selber versuchen können, eurem Kätzchen schon gut zu helfen und hoffentlich ausreichend. Ich hoffe, ich konnte euch wieder gut weiterhelfen. Hoffe natürlich, es geht euch und eurem Kätzchen gut. Bis zum nächsten Mal. Schnurr, schnurr, miau, eure Kirsten Schulitz.